Ja, wenn ich eben das vorbeibringe, wenn ich eben das hier und dann hier das da, ja? Und dann was noch? Hier, eins, zwei, wieder das da, ja? Und dann was noch? Ja? Hier geradeaus laufen und dann hier das da und dann hier das, das und das. Und dann vierter ist was? Vierter ist rückwärts. Zuerst so, ja? Und dann hier rückwärts rein. Wichtig ist, dass er hinter ihm steht oder er vor euch. Ja? Ihr müsst ihn gedreht bekommen, so und das. So, wenn ich hier bin, wie kriege ich ihn gedreht? Weil am Ende ist es so, wenn ich hier bin, ja? Was habe ich gemacht? Kranich. So, was ist die Kraft von Kranich? Geht nicht. Warum? Er hat nicht mal Widerstand geleistet. Ne? Ich drehe mich nicht. Mal zeig mir meinen Bauchnabel. Wo ist mein Bauchnabel? Wenn ich das mache. Und das gemacht, oder? Und dann oben. Ja, aber das ist eigentlich fast nicht wieder. Also, weil der Griff kann sich ändern. Okay, und das machen wir eben, wenn wir hier sind. Und dann das und dann die andere Hand kommt. Ja, das da, ja, das ist dieser Fingergriffwechsel eigentlich. Je nachdem, ob ich hier greife und hier greife, kann ich dann wieder so werfen oder so werfen. Aber in dem Fall will ich nicht werfen, sondern einem vorbei. Ja, und dann, wenn wir wieder rechts vorne sind. Und dann jetzt bin ich innen, jetzt bin ich wieder außen und dann hier unten oben. Und dann habe ich ihn wieder gedreht und bin hinten. Okay? Und das ist Lenkung. Wenn ich hier bin und dann, wo ist Lenkung? Wo ist Bauchnabel? Bauchnabel, oder? Gang oder Wolkenhand, egal, weil beides eigentlich diese Geschichte hat. Und ich. Und dann. Dann ist egal, wie viel Kraft du hast. Und dann hast du hier und dann ist eindimensional. Ja, wenn ich hier bin und dann hier einfach mich drehe. Und dann jetzt, ja, dann sagst du Ellbogenschuss, Ellbogenschuss. Das geht nicht, weil ich habe hier diese. Ja, und der sowieso. Ja, so. Und dann die zwei mit dem Laufen ist einmal das. Ja, und dann, wenn er sich hier zu mir dreht, weil er wird jetzt sich im normalen Fall, wenn wir jetzt Sparring machen würden, er geht mir Schläge und ich will jetzt hier rüber. Ja, und er dreht sich ja zu mir. Und dann wieder. Und ich will immer noch darüber auf. Darüber. Dann hört es nie auf, oder? So, was habe ich gemacht eigentlich? Wenn er hier ist und dann, wenn er wieder hier und dann zu mir rüber drehen will, also das? Ja. Das da, ja. Was ist das? Kugel. Ja, hier. Ich bin hier, ja. Die drückt so, die drückt so. Ja, ich muss halt rüberkommen. Ja, so. Und jetzt, wenn ich hier bin, ja, und er will zurückdrehen, die drückt dahin, dahin, die drückt dorthin, oder? Und dreht ihn. Und dann bin ich hier. Wieder. Ja. Wenn ich beides gleichzeitig mache, geht nicht. Da ist ja nur eine Richtung. Und die letzte ist ein bisschen tricky. Das ist auch ein schön heiß Ding. Aber das ist eben für was? Wenn ich ihn werfen will und er steigt auf, ja, und ich gehe weiter, und dann bin ich wieder. Das ist je nachdem zu betrachten. Weil im Kampf ist es so, dann steigt er aus. Ja, da, genau. Jetzt will der Hebel bei mir oder Würgen bei mir hier. Ich gehe runter und dann bin ich hinter ihm. Weil damit ihr auch sauber wisst, wenn ich hier stehe, was habe ich für eine Möglichkeit? Wenn ich hier stehe, was habe ich für eine Möglichkeit? Wenn ich hier, was habe ich für eine Möglichkeit? Und das ist Pushing Hand. Pushing Hand ist nur Basis. Basiskreis ist immer gleich. Ja, und dann später, wie kann ich aus dem Basiskreis das hier machen? Wie kann ich aus dem Basiskreis das hier machen? Ja, weiß, was der eigene. Und dann, wann kann ich das da machen? Und dann, wenn wir hier sind, nochmal die Seite, ja, dass man den Rücken besser sieht. Wenn ich hier bin, und wenn ich hier bin, und jetzt hast du die Hand so, das kann sich befreien, oder irgendwie, ja, genau. So, wenn ich aber genauer werde, deswegen haben wir hier einen Schwung, ja, und dran mache, irgendwie, und jetzt natürlich einen Schwung kann ich hier, du musst es mehr als nur abwärts sehen, du musst es als eine volle Bewegung sehen. Ja? Und dann, wenn ich hier bin,
Wenn ich hier wäre, ist es egal. Und dann gehen wir Schoß, dann machst du Tan und das. Aber das auch Tan. Und das ist Jab, oder? Und dann hast du Tan Jab, Tan Jab. Und dann kannst du wieder Hebel oder halt von hinten schlagen, haben wir sowieso. Und dann, wenn du hier bist, wieder. Hier. Das hier und dann. Oder? Und dann hier. Diese Geschichte. Das auch, wenn du hier bist. Ja, und dann hier bist. Ja, und dann werden die anderen ab. So. Aber wann passiert das? Wann bin ich innen, wann bin ich hier außen? Shisao ist noch genauer. Shisao macht beide gleichzeitig. Wenn jetzt, ich will dich clinchen, du wehrst dich. Das, genau. Weil das ist zu einfach. Aber wenn ich hier. Und dann, welcher Punkt, um welchen Punkt habe ich gedreht? Das ist nicht nur das. Das ist einfach. Aber wenn ich hier. Und dann ein. Runterbringen, hochschießen. Das da. Ja. Also viele Sachen in den Tai Chi schon, kann auch Hebel, kann auch das. Nur die meisten interpretieren es immer mit Kip aus. Okay? Probier aber die vier zuerst. Ja? Probier nochmal. Wir zeigen es noch einmal. So. Erst ist ganz einfach. Ihr macht einen Lap. Entweder ihr geht einen Schritt zurück und macht die Hand so. Und ich muss das dann machen, weil deswegen sollte der im Pushing Hand das machen. Das machen. Und nicht so. Weil dann komme ich gar nicht rüber. Weil ich habe keinen Platz mehr. Ich muss ja Platz machen, dass er da vorbeikommt. Dann kann ich auch hier vorbei. Und dann können wir das machen. Und dann lasse ich Hebel wirken, egal. Ja? Und dann die zweite ist hier. Schere. Wieder Schere. Und dann mit Garn drehen. Und dann wieder hinlegen. Wenn er sich noch ein bisschen wegdreht, dreht ein. Ja? Dann wieder mit dieser Spannung spielen. Dass du sauber zu mir, wirklich mit dem Rücken zu mir dreht. Manchmal, das reicht auch, dann kann man auch um. Das, ja? Aber das ist am besten. Das ist auch am besten. Und dann das kontrollieren. Ja? Und aufpassen, nicht hinfallen. Okay? Probieren.